Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich dir ganz kurz mein Jahr 2020 so transparent wie möglich zeigen. Ich werde auch ganz grob nur über die Jahre davor noch ein paar Worte verlieren, werde da aber nicht zu sehr ins Detail gehen. Sollten hinterher noch Fragen offen sein, dann schreib mir gerne deine Fragen in die Kommentare und like dieses Video, wenn du diesen Content magst. Dann kann ich gerne zukünftig öfter solche Content-Sachen bringen. Und nun viel Spaß damit. Gleich vorweg, mein Jahr 2020 lief wirklich mit 48% Steigerung deutlich über meinen Erwartungen, obwohl das Jahr mit Covid-19 erstmal überhaupt nicht danach aussah. Bevor ich aber jetzt auf das Jahr 2020 im Detail eingehe, möchte ich dich kurz einmal abholen, wer bin ich überhaupt und wie bin ich dort gelandet, wo ich heute bin. Also, mein Name ist Christian, ich bin seit 2011 an der Börse und ehrlicherweise die ersten Jahre von 2011 bis 2015 habe ich versucht, ganz schnell reich zu werden. Spoiler-Alarm, ich bin grandios gescheitert, leider. Ich hatte wenig Geld und wollte jedes Jahr mein Vermögen vervielfachen. Und ja, was liegt da näher, als mit riskanten Knockout-Hebelzertifikaten auf Aktien und Indizes zu spekulieren und damit schnell reich zu werden? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich dachte mir, das ist eine gute Idee, also habe ich das gemacht. Das Ergebnis, mein Vermögen hat sich nicht nur nicht vervielfacht, nein, tausende Trades und unzählige schlaflose Nächte später stand ich leider ziemlich genau an der gleichen Stelle, wo ich auch am Anfang stand. Ich war also reich an Erfahrung, doch leider keinen Penny reicher. Und nicht falsch verstehen, ich habe in dieser Zeit wirklich viele gute Jahre gehabt, wo ich mich gut entwickelt habe, also mein Depot sich gut entwickelt hat. Ich hatte nur leider kein Risikomanagement und das wurde mir dann am Ende auch zu meinem Verhängnis. Ich wurde also immer risikofreudiger und meine Gewinne, die ich bis dato hatte, sind wieder verbrannt worden. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Ich will damit eigentlich nur sagen, es kann viele Jahre gut laufen, doch wenn du kein Risikomanagement hast, wenn du kein System hast, dann wird es über kurz oder lang, früher oder später irgendwann mal passieren, dass auch du auf die Nase fällst. Und es mag durchaus funktionieren mit Risikomanagement und es gibt sicher auch genügend Leute, die das gut können und die damit sehr gut leben können. Doch für mich wurde dann immer klarer, dass es für mich einfach nichts ist. Es ist für mich schlichtweg keine Lebensqualität gewesen und genau deswegen habe ich damit nicht weitermachen wollen. Ich wusste also schon mal, was ich nicht mehr möchte. Und ehrlich gesagt war ich dann auch erstmal kurze Zeit bedient. Ich hätte aufhören können. Und ehrlicherweise war ich auch kurz davor, wenn ich da nicht zufälligerweise über meine Excel-Tabelle von 2011 gestolpert wäre. Denn gleich zu Beginn hatte ich mir nämlich ein paar Aktien ausgesucht, welche ich gut und kaufenswert fand. Ich habe mir quasi mein erstes Musterdepot in Excel angelegt und darin habe ich alle Unternehmen notiert, welche ich kaufen wollte, dazu noch das Datum, Stück und der Preis pro Aktie. Mein Startkapital war also verteilt, aber leider nur theoretisch, denn es war ja nur eine Excel-Tabelle. Die Datei geriet dann in Vergessenheit und als ich nach 5 Jahren später mir mal den Spaß erlaubte, die aktuellen Ist-Werte der Aktienkurse einzutragen, ging auch mir endlich ein Licht auf. Mein Startkapital wäre vervielfacht worden. Und das Beste daran, ich hätte keinen Aufwand damit gehabt. 2016 habe ich dann noch kurz pausiert, bevor ich dann Ende 2016 endlich mit Buy and Hold and Check angefangen habe. Ab hier nutze ich dann auch dieses tolle Tool Portfolio Performance, welches du hier siehst. In grün dargestellt siehst du mein Gesamtportfolio, in weiß dargestellt, das ist der S&P 500 als Benchmark dazu und in rot der Nasdaq 100. Ich habe diese beiden gewählt, weil ich diese gerne als Benchmark einfach habe. Sie sind beides recht gut gehende Indizes und genau deswegen möchte ich hier gerne den Benchmark eben entsprechend sportlich haben. Und wie du siehst, konnte ich zumindest über die Zeit beide deutlich schlagen. Wie das genau passiert ist, wie ich dazu gekommen bin, dazu komme ich jetzt. Das Diagramm beginnt hier im Jahr 2016. Das war wie gesagt der Zeitpunkt, ab dem ich dann auch die Performance und so weiter hier in dieses Tool eingetragen habe. Und ganz ehrlich, im Jahr 2016 habe ich ehrlich gesagt eine kleine Pause gehabt. Also 2016 habe ich nicht so viel mit der Börse zu tun gehabt. Ich brauchte erstmal ein bisschen Abstand und habe mich erstmal wieder gesammelt. Ich glaube, in diesem Jahr hatte ich lediglich noch einen Fonds, den ich bespart habe, und zwar in Wasseraufbereitung und Co. Den habe ich dann am Ende des Jahres irgendwann mal aufgelöst und habe dann stattdessen eben angefangen, in Aktien zu investieren. Das war wirklich so im Dezember 2016. Ab da beginnt dann eigentlich so richtig erst mein Buy-and-Hold-Depot. Ich habe dann Ende des Jahres einfach mal geschaut, wie war ich aufgeteilt. Ich habe 25% in Aktien gehabt, ich hatte 37,5% noch in einem ETF gehabt und 37,5% noch Cash.
Im Jahr 2017 habe ich dann ein bisschen mehr Aktien gekauft. Mein Anteil war Ende des Jahres bei 50% Aktien. Ich hatte nur noch 14,7% Cash und 35,3% in ETFs. Im Jahr 2017 habe ich beispielsweise die Grundlage gelegt für meinen späteren Erfolg. Ich habe dort Aktien gekauft, die ich teilweise heute immer noch habe. Zum Beispiel Nvidia oder Trade Desk. Das sind so zwei Aktien, die ich in diesem Jahr in Größenordnungen nochmal gekauft habe. Entweder nachgekauft oder erstmalig gekauft. Es waren aber genauso auch Misstrades dabei, zum Beispiel wie General Electrics. Ich hatte damals General Electrics gekauft, weil es ein Dividendenaristokrat vor dem Herrn war. Und ich war mir einfach sicher, das ist schon so tief gesunken, das wird doch sicher nicht noch tiefer fallen können. Und siehe da, man sollte sich halt immer wirklich genau darüber informieren, was man da kauft. Ich war dort an der Stelle ein bisschen geblendet von dem Status Dividendenaristokrat und ja, auch das schützt nicht davor, dass die Performance noch schlechter werden kann. Das war auf jeden Fall kein guter Kauf, habe ich in 2017 gekauft und in 2018 irgendwann mal Mitte des Jahres verkauft, mit einem deutlichen Verlust. Im Jahr 2018 habe ich dann meine Aktienquote deutlich erhöht. Ich bin dann auf 84,4% hochgegangen. Cash war noch 3,1% am Ende des Jahres da und ich hatte nur noch 12,5% in ETFs. Das lag sicher auch daran, dass hier einige Aktien wirklich gut gelaufen sind. Ich hatte ja im Jahr 2016 schon die ersten Nvidia-Aktien gekauft, im Jahr 2017 nochmal nachgekauft und ich habe im Jahr 2018 dann Gewinne mitgenommen, habe ein bisschen was von Nvidia verkauft. Da ich aber generell in die Halbleiterindustrie investiert bleiben wollte, habe ich das Ganze ein bisschen verbreitert und habe mit den Gewinnen dann AMD-Aktien gekauft. Ich glaube, das war so um die 10 Euro Einkaufspreis. Wie du hier auch schön sehen kannst, ist Ende 2018 der Gesamtmarkt ins Schwanken gekommen. Also da hat der Gesamtmarkt korrigiert. Du siehst es hier am Nasdaq 100, genauso auch am S&P 500. Die sind beide stark zurückgegangen und du siehst es noch deutlicher in meinem Portfolio. Also man kann hier ganz klar sagen, mein Portfolio ist hochvolatil gewesen und ist es auch heute noch. Das muss man halt aushalten können und aushalten wollen. Man kann es natürlich auch viel weniger schwankend machen. Ich habe aber hier entsprechend auf sehr starke Wachstumsaktien eben gesetzt und damit muss man einfach leben, dass es dann entsprechend schwankt. Das gefällt sicher nicht jedem und ist auch definitiv nicht für jedermann gut geeignet. Deswegen ist es nichts, was man unbedingt jedem empfehlen kann. Ja, wie du aber auch siehst, hat sich das Ganze im Jahr 2019 deutlich wieder erholt und ich habe ehrlich gesagt während der Krise gar nicht wirklich was zugekauft. Ich habe einfach das Ganze laufen lassen und habe erst im Sommer, als dann so ein bisschen wieder klarer wurde, wo die Reise hingeht, nachgekauft. Was ich auf jeden Fall im Jahr 2019 noch erwähnen kann, ist, ich habe das erste Mal angefangen, mit Kryptowährungen mich zu beschäftigen. Ich hatte bis dahin schon viel von Bitcoin und Co. gehört, habe dem Ganzen aber immer keine wirkliche Aufmerksamkeit geschenkt und auch nie wirklich mal zugehört. Ich stand mir da also wirklich selbst auch im Weg und hatte immer mich vor dieser Chance einfach verwehrt. Ich habe einfach nicht dran geglaubt, weil ich nicht zugehört habe. Als ich dann aber bei Kryptowährungen und bei Bitcoin ganz speziell endlich mal zugehört hatte, habe ich es dann auch verstanden und es hat mich direkt überzeugt und ich habe angefangen, erste Positionen ganz speziell im Bitcoin aufzubauen. Das Jahr 2019 endete dann auch wirklich bombastisch. Ich habe 86% Zugewinn in meinen Aktien gehabt. Meine ETFs haben plus 26% zugelegt. Und ja, die Kryptowährungen haben hier noch nicht wirklich viel dazu beigetragen, denn der Bitcoin lief da ja mehr oder weniger nur geradeaus. Da steht am Ende eine plus 4% zu Buche, Ende 2019. Und jetzt endlich komme ich zum Jahr 2020. Dazu ändere ich das ganz kurz hier. Und wenn man jetzt das Ganze nochmal alles auf Reset stellt, Anfang des Jahres und jeder der Benchmarks losläuft zum Januar, dann sieht man auch, dass ich hier bis fast Ende des Jahres immer noch hinter dem Nasdaq 100 lag. Ich war immer noch besser als der S&P 500. Aber der Nasdaq 100 hat mich bis zum Anfang Q4, Mitte Q4 immer noch besser, also überholt und war immer noch besser in der Performance. Und dann sieht man jetzt hier, meine Outperformance auch gegenüber des Nasdaqs kam dann tatsächlich nur zustande, weil auch der Bitcoin-Preis auf einmal extrem angezogen ist. Ja, und wirklich besonders erwähnenswert war tatsächlich auch der Corona-Crash. Ich meine, viele von euch haben ihn sicher selbst auch mitgemacht. Nicht alle von euch waren sicher schon vorher investiert. Ich weiß, dass gerade danach ganz, ganz viele neu an die Börse gekommen sind, was ich auch sehr begrüße. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, an die Börse zu gehen. Also herzlich willkommen.
Bei mir war es so, vom Hoch bis zum Tief waren das ungefähr minus 20.000 Euro. Also das waren natürlich jetzt nur Buchverluste. Nichtsdestotrotz ist es schon mal krass, wenn man dann einfach mal sich vor Augen hält, dass es innerhalb von wenigen Wochen das Depot um minus 20.000 Euro schrumpft. Und jetzt sollte man sich ja eh nicht jeden Tag, jede Woche schön rechnen, wie reich man denn gerade ist, sondern tatsächlich reicht es, wenn man da nur alle paar Wochen mal reinschaut und immer mal wieder seine Investmentszenarien überprüft. Nichtsdestotrotz ist das hier auf jeden Fall mal eine krasse Nummer und das war auch bisher mein größter Drawdown, also von minus 20.000 Euro hatte ich bis dato noch nicht in meinem Depot mitmachen müssen. Dass es danach gleich zu einer V-förmigen Erholung kommt, hatte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt erwartet. Ich erzähle dir ja gerne, was ich auch mal falsch gemacht habe, weil ich möchte, dass du aus meinen Fehlern lernst. Ich habe mich hier während dieser Crash-Phase schon darauf vorbereitet, dass es noch viel, viel weiter fällt. Das heißt, als es hier so runterging, habe ich teilweise ein bisschen mehr Cash aufgebaut. Damit du es aber besser einordnen kannst, ich war immer noch massiv investiert in Aktien und ich wollte auch definitiv weiterhin in Aktien und in ETFs weiter investiert bleiben, weil nur wer dabei ist, wenn Aktien fallen, ist auch dabei, wenn Aktien wieder steigen. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich zu merken. Nichtsdestotrotz wollte ich hier an der Stelle Cash aufbauen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe gewisse ETFs und ein paar Aktienanteile zumindest verkauft, um auf, ich würde mal sagen, 15% Cashquote hochzukommen. Weil ich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ja einfach noch nicht wusste, wie es weitergeht. Und in meinem Szenario war es durchaus vorstellbar, dass es noch viel, viel, viel weiter runtergeht. Wenn das so gekommen wäre, dann hätte ich mich eben mit einer 15%igen Cashquote einfach viel, viel wohler gefühlt. Von daher würde ich auch sagen, rückblickend, ich würde es wieder so tun. Auch wenn es natürlich jetzt, wo man weiß, wie die Kurse sich bewegt haben und wie sich auch einzelne Aktien bewegt haben, weiß ich, dass mich diese Entscheidungen hier teilweise sehr gut gelaufene Aktien mit immer noch mit deutlichen Gewinnen zu verkaufen, nicht die beste Entscheidung letzten Endes war, weil hätte ich sie behalten, hätte ich hier ungefähr nochmal 33.000 Euro am Ende des Jahres mehr gehabt. Hätte, hätte Fahrradkette, wie ich schon gesagt, ich würde es auf jeden Fall wieder so tun, denn in diesem Moment war es mir einfach wichtig, ein bisschen mehr Cashquote zu haben, um mich auch im Falle eines Falles, sollte es noch deutlich runtergehen, einfach wohler zu fühlen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mach dir einfach Gedanken, was wäre wenn? Und da wir vorher immer nie wissen, wo die Kurse hingehen, solltest du danach auch einfach dich wohlfühlen mit deinem Investment. Und mir war ja auch an der Stelle ganz klar, sollten die Kurse dann doch wieder erwartend steigen, ja, schneller als ich das dachte, dann bin ich ja immer noch massiv investiert. Und so war es ja dann auch. Ich habe natürlich hier Performance auch zum Nasdaq erstmal verloren, aber das macht ja im Prinzip nichts. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, wie das Jahr dann am Ende endete. Lass mich nun noch kurz zeigen, wie die Aufteilung pro Asset-Klasse war. Und hier kannst du nun meine Gewichtung ablesen. Und zwar siehst du, dass ich hier mittlerweile einen recht großen Teil im Kryptobereich habe. 54.000 Euro fallen auf die Einzelaktien zurück. Und ich habe den kleinsten Anteil aktuell von 15.700 Euro in ETFs. Du siehst auch von der Performance her, dass die ETFs im Jahr 2020 eher nicht wirklich gut dazu beigetragen haben, dass ich hier an Performance gewonnen habe. Ganz anders allerdings bei den Aktien. Da habe ich 41%, fast 42% zugelegt und das bedeutet plus 12.430 Euro hinzugewonnen. Im Kryptobereich ist es so, dass ich hier natürlich den Vogel abgeschossen habe mit plus 260%, was absoluter Hammer ist. Und in absoluten Zahlen bedeutet das, dass es plus 22.000 Euro gab. Also hier nochmal zur Verdeutlichung. Ich habe das Jahr angefangen mit 7.300 Euro ungefähr im Kryptobereich und daraus sind dann Kurserfolge erwachsen von 22.000 Euro. In Summe bedeutet das, ich habe auch endlich die magische Grenze von 100.000 Euro geknackt. Ich habe also das Jahr angefangen mit 65.300 Euro im Depot. Ich habe Kurserfolge in Höhe von 38.000 Euro gehabt. Ich habe minus 4.000 Euro realisiert. Das heißt, im Covid-19-Crash habe ich ein bisschen was, wie gesagt, versilbert, damit ich ein bisschen mehr Cash habe. Dann habe ich hier Erträge durch Dividenden erhalten, 527 Euro, wobei ich dazu sagen muss, aktuell habe ich keinen Fokus auf Dividenden, das ist eher so nice to have. Und ich habe 8.900 Euro eingezahlt, in Summe macht es also einen Gesamtwert von über 108.000 Euro. Dies waren also meine Investments von 2016 bis 2020 und ich kann dir jetzt auch gerne nochmal den Gesamtzeitraum einfach zeigen. Lass uns den nochmal anschauen und zwar, wenn ich hier auswähle vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 und wie sich das auf diese einzelnen Klassen aufteilt. In Summe bleiben wir natürlich bei dem Gesamtwert, das bleibt natürlich gleich.
Was mich dann immer auf so langen Zeitraum interessiert, ist diese Zahl. Der interne Zinsfuß sind fast 24%. Das heißt, pro Jahr seit 2016 konnte ich mit meinen Investitionen plus 24% pro Jahr zulegen. Und das ist natürlich ein mega guter Wert. Ich habe mir als Ziel ungefähr 16% pro Jahr vorgenommen. Wenn ich aktuell mit 24% natürlich leicht vorne liege, freue ich mich. Ich habe aber nicht den Irrglaube, dass ich das auf die nächsten Jahre unbedingt beibehalten kann. Denn wir wissen alle, aktuell ist eine interessante Phase und momentan ist das für jemanden vielleicht ein netter Nachmittag, wo man mal schnell 24% macht. Aber ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger dabei und ich weiß, das ist nicht ganz normal, was aktuell gerade losgeht. Und deswegen, ich freue mich gerade über ansteigende Kurse natürlich, aber ich bin zumindest so realistisch, dass ich nicht davon ausgehe, dass es auf Sicht der nächsten 10 Jahre exakt so weitergeht. Und genau daher nehme ich mir realistische Ziele vor, damit ich auch immer wieder sehen kann, bin ich im Plan oder nicht. Momentan freue ich mich, wie gesagt, über einen Vorsprung. 24% pro Jahr ist mega und das wäre ja jetzt sogar noch besser, wenn man sich mal vor Augen hält, dass ich ja erst Ende 2016 begonnen habe. Das heißt, im Jahr 2016, was hier auch komplette 12 Monate mit reinzählt, habe ich nicht wirklich was gemacht. Ich habe es mir jetzt auch nicht angeschaut, was daraus kommt, wenn ich das erst ab Dezember 2016 laufen lassen würde. Aber spielt auch keine Rolle. Ich will mich ja hier nicht reich rechnen. Ich bin absolut happy mit 24% pro Jahr. Wie war deine Performance in den letzten Jahren? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Würde mich super interessieren. Bin ich hier gut? Bin ich hier schlecht? Was denkst du dazu? Bin gespannt auf deine Meinung. Interessant ist hier vielleicht nochmal ganz klar zu erwähnen, dass man sich die Volatilität hier auch nochmal anschauen kann. Im Kryptobereich habe ich entsprechend einen Zuwachs von 270% ungefähr gehabt und die Volatilität liegt bei 86%. Meine Aktien haben in Summe mir das meiste Geld eingebracht, 346%. Das liegt natürlich daran, dass ich die auch schon seit 2016 habe. Der Kryptobereich ist ja erst noch ganz jung. Und die Volatilität ist auch extrem hoch bei mir gewesen mit 69%. Der ETF ist am wenigsten volatil mit 31% gewesen. Ich habe hier natürlich auch die kleinste Gewichtung und es war auch okay so. 14,47% auf Sicht der Jahre ist natürlich keine gute Performance. Und von daher, ich habe hier sicher kein gutes Händchen gehabt bei den ETFs. Es war aber auch nicht wirklich mein Augenmerk und das kann in Zukunft nur besser werden. Der Vorteil von ETFs ist einfach ganz klar, weniger Volatilität und man muss sich weniger mit dem Gesamtmarkt beschäftigen. Man kann das Ganze einfach viel mehr laufen lassen. Das war der Rückblick von 2016 bis einschließlich 2020. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben und natürlich freue ich mich wie immer auf Feedback von dir. Wie lief dein Jahr 2020? Lass es mich gerne wissen. Ich freue mich, von dir zu hören. Ciao.